Meine Damen und Herren, ich beantrage den Tagesordnungspunkt 27, unseren Antrag Nein zur Abschiebung nach Afghanistan, so auf der Tagesordnung zu platzieren, dass er in jedem Fall noch heute debattiert wird. Seit der Erklärung der Bundesregierung, Afghanistan zum sicheren Land zu erklären, in das ohne weiteres Bedenken abgeschoben werden könne, sind geflüchtete Menschen aus Afghanistan jederzeit von Abschiebung bedroht. Bereits drei Sammelabschiebungen hat es seit dem Herbst letzten Jahres gegeben. Eine vierte steht demnächst an. Wir wissen nicht, wann die Abschiebungen durchgeführt werden. Wir wissen nicht, ob die in Kassel lebenden Afghaninnen und Afghanen bei dem nächsten Transport dabei sein werden. Was wir jedoch wissen ist, dass das Land, in das sie abgeschoben werden sollen, nicht sicher ist. Was wir auch wissen ist, dass jeder Monat, jede Woche, jeder Tag, den die verhängnisvolle Abschiebepraxis aufrechterhalten bleibt, dazu führt, dass mehr Menschen, darunter auch Menschen in Kassel, weiter in der Gefahr schweben, plötzlich in das von Krisen, Instabilität und Gewalt geprägte Afghanistan abgeschoben zu werden. Teilweise ohne jeden Kontakt zu Menschen vor Ort. Sie alle wissen, dass durch die entstandene Verzögerung unseres Antrags, durch die Bombendrohung, die Dringlichkeit noch zugenommen hat. Unser Antrag enthält neben weiteren Punkten einen Appell an die Landesregierung, diese Abschiebepraxis zu beenden. Dieses Signal aus Kassel, der zweitgrößten Kommune des Landes Hessen, wird so schnell wie möglich benötigt, um all denjenigen den Rücken zu stärken, die in diesem Moment an der Seite von Betroffenen für ein Ende dieser Abschiebungspraxis kämpfen. Meine Damen und Herren, ich möchte zur Veranschaulichung der Dringlichkeit einen Teil der Rede verlesen, den eine betroffene Afghanin aus Kassel bereits am Samstag, den 18. März, auf dem Opernplatz gehalten hat. Ich zitiere, um die Dringlichkeit deutlich zu machen, richtig? Ich denke, die Dringlichkeit ist hinreichend dargestellt worden. Ich möchte die Dringlichkeit durch dieses Zitat deutlich machen. Der Frühling ist da. Ich gratuliere euch allen zum neuen Jahr, aber was bringt uns dieser Frühling? Wäre es möglich, dass wir den Frühling auch miterleben können? Wäre es möglich, dass wir die roten Rosen auch wieder erleben dürfen? Auch in unserem Heimatland gibt es rote Rosen. Nur etwas anders. Warum nicht? Wir warten auf den Frühling, der von roten Rosen spricht. Doch der Unterschied besteht darin, dass alle anderen auf die roten Rosen warten, während uns der Feind, sein Militär und Menschen erwarten, die ihr Leben verlieren. Andere freuen sich darauf, dass Bäume wachsen und Blumen blühen und auf das Lachen. Aber wir müssen uns ständig Sorgen machen, dass wir gleich vom Feind getötet werden, unser Leben verlieren. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, die betroffenen Kasslerinnen und Kassler brauchen eine eindeutige Stimme ihrer Stadt. Stimmen Sie zu, die Debatte über unseren Antrag noch heute zu führen. Dankeschön.